Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super leckeren Lamm-Bohnen-Eintopf aus dem Slow Cooker und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Für den Lamm-Bohnen-Eintopf verwende ich 400 Gramm Lammfleisch, ein großes Glas Bohnen, die habe ich gestern Abend schon eingeweicht, eine große Zwiebel klein geschnitten, eine etwas kleinere Karotte in Würfel geschnitten und 5-6 Peperoni, die habe ich auch in etwas dickere Scheiben geschnitten. Dann habe ich noch einen Esslöffel Tomatenmark, einen halben Esslöffel Paprikamark und einen Esslöffel Butterschmalz. Und dann können wir auch schon gleich loslegen. Da ich im Slow Cooker ja nichts anbraten kann, werde ich das Fleisch und die Zwiebel vorher in einem Topf kurz anbraten und anschließend in den Slow Cooker geben. Ich nehme als erstes mal das Butterschmalz. Ich nehme das Fleisch und brate es jetzt ein bisschen an. Gebe ich auch schon gleich dazu. Ich glaube, jetzt hat die Kamera gar nicht gefilmt. Ich habe jetzt noch das Tomatenmark und das Paprikamark dazu getan und das Ganze mit ca. 350 ml Wasser abgelöscht, sodass sich die Röstaromen vom Boden lösen können. Mit diesem Schritt bin ich jetzt auch fertig. So, als nächstes schalte ich den jetzt auch schon mal auf High. Und dann kommen die Bohnen da drin. Dann die Karotte. Die Paprika, die Peperoni. Und das Fleisch. So, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Wasser in den Topf getan, damit nichts übrig bleibt. Ich gucke jetzt mal. Aber da kam noch ein bisschen mehr Wasser dazu. Müsst ihr mal gucken, weil die Bohnen gehen ja und die werden ja auch noch mal ein bisschen dicker. Also ich würde da jetzt ungefähr noch mal so ein Glas. So, bis es leicht überdeckt ist. Im Laufe der Kochzeit könnt ihr ja mal gucken, wenn so wenig Wasser ist, kann man immer noch ein bisschen kochendes Wasser dazu geben. Das war es auch schon. Ich mache jetzt den Deckel zu. Ich habe auf High geschaltet. Und ich denke mal, dass das so 4 Stunden ungefähr kochen wird. Die genaue Zeit sage ich euch dann noch im Anschluss. So, es sind jetzt genau 3,5 Stunden vergangen und der Bohneneintopf ist fertig. Sieht auch total lecker aus. Ich hatte ja vorher kein Salz dazu getan. Das mache ich bei Bohnen immer ganz zum Schluss, sonst bleiben die irgendwie hart. Also ich habe das Gefühl, dass das irgendwie länger dauert, wenn die vorher gesalzen werden. Ich tue jetzt noch Salz dazu und frisch gemahlenen Pfeffer und Petersilie. Und schon ist der leckere Bohneneintopf fertig. Ich serviere den jetzt auch. So ein Slow Cooker ist echt sehr praktisch. Die sind auch gar nicht so teuer. Ich tue euch unten mal einen Link hin und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Die sind wirklich erschwinglich. Ich kann es nur empfehlen. So ein Slow Cooker ist schon was Feines. Es dauert zwar etwas länger, aber es wird super lecker. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.